Oder verwechsel ich die Gegend jetzt? Aber da drüben müsste doch unser Addo stehen da, ne? Also man sieht es jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ich muss hier irgendwie runterkommen, ohne zu sterben. Also wie gesagt, ich kann einfach den kurzen Weg nehmen und absteigen. Das müsste gehen. Gut. Also der Schreck sitzt immer noch sehr tief in meinen Gliedern. Genau, dort steht unser Allo. Habe ich richtig im Kopf. Das heißt doch, dass dort dahinter im Prinzip der Indominus rumspringt. Immer wenn ich die Karte aufmache. Weiß nicht warum. Hallo. Okay, wir merken uns. Wir gucken einfach nicht mehr auf die Karte. Also ich dachte, der Allo würde hier relativ sicher stehen. Wie kriege ich den denn dann hier weg? Also ich meine mal, wenn dort noch Brontos und Brachios rumspringen, ist ja noch alles okay. Jetzt sowieso die Frage, wie kriege ich... Also, das, ja. Oh, oh, oh. Ich guck mal, dass ich hier hochkomme. Hier ganz hoch. Genau, das wäre dann wahrscheinlich auch der Weg, den ich gehen müsste, um an den ganzen Viechern dann vorbeizukommen. So, und von hier drüben sehe ich es natürlich nicht. Da reicht dann die Sichtweite nicht, um da was zu erkennen. Aber ich bin der Meinung, weiß nicht, ob man es erkennen kann, wo ich runtergelaufen bin. Da vielleicht? Von wo kam ich denn? Also die Spitzen hatte ich gesehen. Das heißt, ich war da irgendwie. Ja, also der ist nicht weit weg, der Kollege. Puh. Was bist denn du hier? Warte mal, hier müssen wir allgemein mal ein bisschen vorsichtig gucken, was ihr alles so für Viecher seid. Einfach nur ein normaler Styrako. Ist auch nur ein normaler Brontor, wahrscheinlich hier mit dieser Thanksgiving-Einfärbung. Der Stego da hinten. Alpha-Stego, den machen wir platt. Level 50, das müsste Darwin auf jeden Fall schaffen können. Hat zwar keine vollen Trefferpunkte, aber dich mach mal platt. Ja, der macht auch nicht so viel Schaden. Gut. Gucken, dass die Luft rein ist zum Abernten. 135 Alpha-Leder. Gut. Wie viel haben wir jetzt hier? Insgesamt 483. Ich glaube, wir müssten genug haben jetzt. Das müsste doch jetzt genug sein. Insgesamt. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Da sehe ich die eine Ruine. Müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir in diesen
Alpha-Giga nicht laufen. Da kommt ein Rex, der sieht aber nach einem normalen aus. Er dürfte keine Gefahr darstellen. Gott, das ist... So, da hinten ist auch ein bisschen was los. Normaler Rex. Oh Gott. So, hier müssen wir rüber auf jeden Fall. Da sehe ich, wenn ich jetzt hier schwimme, geht das, dass ich trotzdem gucken kann. Noxious Allo 130. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass ich nach Möglichkeit... Ja, wie macht man es jetzt am besten? Gehen wir erstmal die Ruine hoch und schauen mal nach, ob wir den wieder sehen, wo der jetzt umspringt. Komm, lass mich durch. Was ist los von mir? Das war auch noch so ein Noxious. Spinnt wohl. Mich hier so anzugreifen. Oh. Also da werde ich noch eine Weile brauchen, um mich von diesem einen Schreck zu erholen. Beinahe im Indominus ins Maul gelaufen. Das war knapp. So, also hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen, weil Gigagebiet. Wenn ich hier hochgehe, sollte man zumindest gucken können, wo der gerade rumspringt. Und danach den Weg entsprechend planen können. Ich hoffe, hier oben ist da nichts super Gefährliches. Kento. Kento. Von da drüben ist unsere Basis. Da müssen wir hin. Frage. Welchen Weg sollte man jetzt einschlagen? Da blutet ein Rex. Den Giga sehe ich jetzt nicht. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass ich hier einfach runterspringe und dann auf gut Glück da durchlaufe. Aber diesen Bergkamm sollte man vielleicht lang gehen können. Wo dieser Giga hin ist. Kann natürlich sein, dass er wirklich despawned. Despawned ist. Komm ich hier vorbei? Ja, okay. Also es war schon ein sehr aufregender Ausflug. Nein, 4 Frames. Ein Traum. Jetzt krieg dich doch mal bitte wieder ein. Wir sind ja gleich da. Dann kannst du dich wieder ausruhen. Spiel. Was jetzt hier wieder für Sachen berechnen muss.
Und wenn er nicht klarkommt, das ist schlimm. Hallo? So, jetzt sind wir gleich bei unserem schönen Treppenaufgang. Das heißt, wir sind dann auch wirklich gleich in der Basis. Dann schauen wir einfach mal schon, ob das dann für den Sattel reicht, was wir jetzt an Leder haben. Ich glaube ja, wir müssten jetzt wirklich genug für einen Sattel haben. So, okay, dann holen wir mal hier die ganzen tollen Sachen. Die Rohstoffe nehme ich auch mit und räume die dann weg. Okay, der Rest, der kann hier drin liegen bleiben. Muss ich dich hier aufmachen, nicht dass hier plötzlich vor uns irgendwas steht, was ganz gefährlich ist. So. Okay, dann legen wir mal hier die verschiedenen Ressourcen in die Werkbänke und dann schauen wir gleich mal, ob das jetzt gereicht hat für den Sattel. Das da rein, das da rein. 733, okay, das reicht. So, dann ist halt die Frage, ob wir jetzt... Ach, gut. Alpha-Allosaurus-Sattel. Juhu! Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Toxikheit? Oder hat man das schon immer drin liegen? Kann natürlich sein. Den Sattel haben wir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann räume ich mal das andere Zeug noch weg. Es wird nämlich auch gerade dunkel. Das kommt da rein, das kommt da rein. Ansonsten nichts weiter dahin. Das dort, das können wir auch da und da. Das meinetwegen auch erstmal da rein. Können wir später noch verarbeiten. Hier den Dart hat man vergessen. Das da, das da. Das können wir auch da. Die Trophäen meinetwegen auch erstmal da rein. Achso, ja, und die Waffe. Die Waffe, das war ein guter Fang. Auf jeden Fall. So, Blueprint. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Epix Blut, Epix Hide, Fasern und 52 Metallbahnen. Das könnte ich, glaube ich, sogar herstellen. Will ich jetzt aber auch noch nicht herstellen. Okay. Ja. Dann sind wir doch jetzt recht gut vorwärts gekommen. Wir haben endlich das Leder zusammen. Ich wollte eigentlich mal noch mal schnell rumfliegen. Geht's Mocker inzwischen fast ausgeheilt. Jetzt will ich doch noch mal interessehalber gucken. Ich hoffe, das Spiel lässt mich. Vielleicht machen wir da mal vorsichtshalber mal den kleinen Befehl hier, falls es doch abstürzen sollte. Interessiert jetzt wirklich, wo dieser Giga... Ah, da. Jetzt ist er plötzlich wieder zu sehen. Es
Ist das immer noch der Alpha-Giger? Ja, ist es. Okay, also der ist tatsächlich noch da. Ist nicht despawned. Ich würde ja eigentlich auch noch mal gucken wollen. Aber nicht, wenn es dunkel ist. Was ist denn da hinten? Female Light Megaraptor. Also es wird so ein Elementartier sein. Die wir dann, glaube ich, als nächstes brauchen. Wenn wir dann genug Alpha-Eier haben. Okay. Gut, aber jetzt ist es dunkel und die Performance ist halt auch wieder mal alles andere als toll. Deswegen würde ich an der Stelle erstmal wieder eine Pause einlegen. Aber als nächstes, in der nächsten Folge, geht es dann natürlich daran, den Alpha-Allo zu uns zu holen. Da muss ich dann mal gucken, wie ich hinkomme. Also zurückkommen mit dem Alpha-Allo ist ja dann nicht das Problem. Dann laufen wir genauso jetzt wie auch mit Darwin. Hinkommen ist halt die Frage. Also ich kann natürlich einen Vogel nehmen, aber will ich den mir dann einfach nur folgen lassen? Vielleicht. Anders wird es wahrscheinlich gar nicht gehen. Aber das überlege ich mir noch und dann machen wir das in der nächsten Folge. Für heute sage ich dann erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.